Ihr Lieben, ein herzliches Willkommen hier zum Sabbat, an Gottes heiligem Ruhetag in seiner Schöpfung. Ja, wie herrlich ist es, was er für uns bereitet hat. Ich möchte dich heute gedanklich mit auf eine Reise nehmen. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass du eine Wanderung oder eine Bergtour gemacht hast. Und ich weiß nicht, was dir davon am lebhaftesten oder am schönsten oder am schrecklichsten in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht erinnerst du dich an die Stille, die du dort genießen konntest. Nur Naturgeräusche, Vogelgezwitscher, ein Geplätscher vom Bergbach oder das Gezirpe der Grillen. Ja, vielleicht hast du auch ein paar seltene Blumen entdeckt, vielleicht wie diese hier. Vielleicht ist dir auch noch sehr lebhaft der schmale, steile Pfad in Erinnerung, wo es links runterging und rechts die Bergwand war. Vielleicht hast du immer wieder sehnsüchtig Ausschau gehalten, nicht nur nach den Markierungen, sondern nach den Hinweisschildern, auf denen auch eine Zeitangabe stand, damit du wusstest, wie weit ist es denn noch zu meinem Gipfel, zu meinem Ziel. Vielleicht erinnerst du dich auch an noch vermeintliche Abkürzungen, die du genommen hast, von denen du dir erhofft hast, ein bisschen abzukürzen und Weg einzusparen und natürlich auch Zeit. Aber vielleicht ging es dir wie mir, dass du hinterher wieder froh warst, als du auf den richtigen Weg gelangen konntest. Ja, es ist etwas Besonderes, in Gottes Natur unterwegs zu sein und auf den Wegen zu gehen, die uns empfohlen werden. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Last des Rucksacks, die dir auf die Schultern drückte. Aber vermutlich wirst du dich mehr erinnern an deine Jause, die du eingepackt hattest, das Wasser und das Brot, das in der frischen Luft besonders gut geschmeckt hat. Ja, vielleicht bist du sogar so weit hochgewandert, wo noch etwas Schnee lag. Vielleicht erinnerst du dich an die Fußtapfen, die getreten waren, vielleicht mit irgendwelchen Schneeschuhen oder einer Person, die vor dir ging. Oder du musstest durch Neuschnee dir selbst einen Weg stapfen. Und dann wirst du dich bestimmt noch erinnern und Fotos gemacht haben von der herrlichen Aussicht, die sich dir von dort oben bot, von dem Gipfelkreuz. Ja, es ist für mich bis heute jedenfalls immer noch etwas Herrliches, in Gottes Natur unterwegs sein zu können. Und als ich mir neulich folgender Anblick bot, das möchte ich dir jetzt zeigen, was ich gesehen habe, denn als ich das sah, musste ich an einen bestimmten Bibeltext denken. Ich zeige es dir. Na, was meint ihr? An welchen Bibeltext musste ich denken? Ich musste an 1. Petrus 2, Vers 21 denken. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Ist es nicht schön, diese Fußtapfen zu sehen, die zum Kreuz führen? Alle, die schon einmal im Tiefschnee zu Fuß unterwegs gewesen sind, wissen, was es heißt, als Erster eine Spur zu stapfen. Ja, sie wissen, wie mühsam es ist und wie viel Kraft es kostet, einen Fuß nach dem anderen zu setzen, hochzuheben, abzusetzen, einzusinken, rauszuziehen und wieder neu, den nächsten Schritt. Für alle hingegen, die hinterherlaufen konnten, ist es ja nur noch halb so schwer, denn sie sinken nicht mehr ein. Sie haben einen festen Boden unter ihren Füßen. Was für ein wunderbares Bild für unsere Nachfolge von Jesus, wobei sein Leben hier auf dieser Erde um ein Vielfaches schwerer war als unseres. Und viel leichter haben wir es als er. Ja. Aber nicht umsonst ermutigt uns Paulus im Hebräerbrief, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ja, so steht es in Hebräer 12, Vers 3. Im Vergleich zu Jesus
und zu seinem großen Opfer, seinen Strapazen, ist doch unsers ein geringes. Im Gegensatz zu seiner Hingabe ist unsere verschwindend klein. Was für eine Gnade, dass wir trotz unseres ständigen, wiederholten in Sünde fallen und den Versuchungen nachgeben, dennoch die Möglichkeit haben, uns von ihm wieder aufrichten zu lassen und dennoch das Ziel zu erreichen. So anders. Jesus konnte sich keinen einzigen Ausrutscher erlauben, keine einzige Sünde. Wenn er nur einmal gefallen wäre, wäre es für ihn und für uns ausgewiesen. Was für eine Gnade, dass wir hinfallen, aber wieder aufstehen dürfen und trotz unseres Fallens das Ziel erreichen dürfen. Gott ermutigt uns, auf dem Weg mit ihm zu bleiben und ruft uns zu, folge dem Vorbild nach, das dir gegeben ist. Und du wirst merken, der Himmel wird billig erlangen zu sein. Ja, Ellen White schreibt davon, dass die, die im Himmel sein werden, alle ausrufen werden, Halleluja, der Himmel ist billig genug. Und in Römer 8, Vers 18 beschreibt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Und vergessen wir nicht, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Ja, so steht es nicht nur in 1. Samuel 17, Vers 12, sondern so steht es auch auf der Seite, auf jeder Seite unseres Lebens. Gott hat uns bis hierher geführt und gehalten und aufgerichtet und auf dem Weg zu ihm gehalten, im Glauben an ihn erhalten. Ja, und er hat versprochen, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Schauen wir also auf zu Jesus und folgen wir ihm freudig, denn für er, unser Herr, führt uns zu einem herrlichen Ziel. Ist das nicht ein herrlicher Ausblick? Und das, was uns im Himmel erwartet, übersteigt es bei weitem. Ja, Jesus sagt, komm und folge mir nach. Komm, folge mir nach. 15 Mal lesen wir im Neuen Testament diesen Aufruf, diese Einladung Gottes. Komm und folge mir nach. Und Jesus konkretisiert es noch und sagt, komm und folge du mir nach. Und Paulus reiht sich in die Nachfolge ein und lädt ebenso ein und sagt, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Ja, wer will da träge zu Hause sitzen bleiben? Bei so einer Aussicht, bei so einem Ziel. Wer will da egoistisch seine eigenen Wege gehen und so tun, als hätte er die Einladung nicht gehört? Ja, es gibt auch nicht erst am Gipfel die Belohnung. Bereits auf dem Weg gibt es täglich genug, woran wir uns freuen können. Und wer sich auf den Weg macht, wird vieles entdecken, was er genießen kann. Dinge, die zu hören sind, Dinge, die zu sehen sind, Dinge, die zu riechen sind, Dinge, die zu schmecken sind. Ja, wir können es täglich immer wieder neu erleben. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Auch auf unseren Wanderungen sehen wir es um jede Ecke immer wieder neu. Die Freundlichkeit Gottes. Ja, es gibt viel zu genießen in unserem Leben. Nicht erst, wenn wir ganz oben im Himmel angekommen sind, sondern bereits auf den Wegen, die uns unser Herr führen möchte. In Sprüche 3, Vers 17 lesen wir, ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Steige sind Frieden. Jeder Schritt, den wir gemacht haben, hat uns Kraft für den nächsten gegeben. Ja, mit wie viel wunderbaren Erfahrungen hat uns Gott in der Vergangenheit bereits beschenkt. Ja, und ich möchte euch noch einmal fragen, an eure Erinnerungen von euren Wanderungen und Bergtouren, habt ihr da mal jemanden gesehen, der mit einem schweren Eimer Farbe beladen und mit einem Pinsel in der Hand unterwegs war, die Wegmarkierungen nachzustreichen, damit ihr es einfach bequem habt und nur mit eurer Jause und dem Getränk im Rucksack wandern gehen könnt? Habt ihr euch schon mal gefragt nach einem Sturm,
wer mit einer Motorsäge im Gepäck sich die Berge hochgearbeitet hat und die Baumstämme für euch aus dem Weg geräumt hat, damit ihr auf den Wanderwegen bequem wandern könnt? Ja, es ist etwas Besonderes und es ist ein guter Vergleich für die Einfachheit, in der uns Jesus den Weg bereitet hat. Er hat wie im Tiefschnee uns eine Spur gestapft und wir dürfen bequemer als er hinterhergehen. Und dennoch ist es auch für uns eine Herausforderung, denn der Weg geht bergauf. Ja, aber Gott weiß, was er uns zutrauen kann. Er weiß, wie viel er uns zumuten kann. Ja, in Lukas 9, Vers 23 lesen wir: Da sprach der Menschensohn zu allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Doch auch das will gelernt sein. An einer anderen Stelle gibt uns Jesus dazu eine Anleitung. In Matthäus 11, Vers 29 sagt er: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ja, vielleicht hattest du in deinem Leben bisher trotzdem ab und zu mal den Eindruck gehabt, dass dir deine Last etwas zu schwer war, dass sie etwas zu groß war, dass du dich gefragt hast, was mutet dir Gott hier zu? Ja, diese Frage kann schon aufkommen. Aber eine andere Frage, die wir uns dann stellen müssen, ist: Wer hat uns diese schwere Last wirklich auferlegt? War es wirklich Gott? Ellen White schreibt in dem Buch Das bessere Leben im Kapitel 4 zu dem Thema: Sorgt nicht für den morgigen Tag, denn es ist genug, dass jeglicher Tag seine eigene Plage hat. Da sagt sie: Christus hat uns nicht verheißen, uns die Bürde des morgigen Tages schon heute tragen zu helfen. Was für eine Gnade! Wir müssen unseren Rucksack nicht mit dem Essen, Trinken, Wechselkleidung oder einem Zelt oder was auch immer, Schlafsack, schon heute mit uns herumschleppen. Nein, es langt, wenn wir das tragen, was wir für diesen einen Tag brauchen. Wenn wir unsere Angelegenheiten ausschließlich selbst in die Hand nehmen und meinen, wir müssen unsere Wege gehen und den Erfolg nur von unserer eigenen Klugheit und von unserer Kraft abhängig machen, lasten wir uns eine Bürde auf, die Gott gar nicht für uns vorgesehen hat. Und wir verzichten damit auf seinen Beistand. Wir belasten uns mit den Verantwortlichkeiten, die Gott gehören, und setzen uns mithin an seinen Platz. Glauben wir aufrichtig, dass uns Gott liebt und das Beste für uns will und dass er weiß, was er auf unsere Schultern legen kann? Er möchte nicht, dass wir uns Sorgen für morgen und übermorgen machen. Wir wollen lernen, Gott zu vertrauen, wie ein Kind, das seinen Eltern vertraut. Ja, unsere Sorgen und Qualen werden dann schwinden, wenn wir Gott vertrauen und nur die Last tragen, die er uns aufträgt und nicht die, die wir uns selbst auftragen. Ja, wir müssen täglich aufpassen, dass wir uns nicht selbst Dinge auferlegen, die wir an diesem Tag gar nicht tragen müssten, die Gott gar nicht von uns verlangt. Denken wir nur an das Volk Israel, wie es durch die unfruchtbare Wüste in das verheißene Land geführt wurde. Auch da beschenkte sie Gott Tag für Tag mit allem Lebensnotwendigen. Tag für Tag sammelten sie das Manna. In 2. Mose 16, Vers 16 und 21 lesen wir: Das ist aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll. Sie sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte. Ebenso ist es auch unser Vorrecht, uns täglich von Gott die Portion Gnade und Kraft von Gott jeden Morgen zu erbitten und zu erhalten. Ellen White betont: Gott gewährt keine Hilfe im Voraus. Kraft und Weisheit werden für die gegenwärtigen Nöte verliehen. Suchst du den Herrn täglich und nimmst du das Joch Christi, das Joch des Gehorsams und der Dienerschaft auf dich, dann wird all dein Klagen verstummen, es werden all deine Schwierigkeiten beseitigt, es lösen sich dir alle schwierigen Rätsel. Denn denen,
du heute ratlos gegenüberstehst, also deine Rätsel, denen du heute ratlos gegenüberstehst, werden sich lösen, wenn wir lernen, nur das Joch Christi zu tragen. Das schreibt sie in Das bessere Leben, Seite 85. Ja, Jesus versichert uns, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Glauben und erleben wir das so? Gott will uns die Bereitschaft, Kraft und Freude für diesen Weg schenken. Wollen wir lernen, seine Wege so zu gehen? Indem wir Jesus folgen, so wie er es uns vorgelebt hat, werden auch wir für andere zu Wegbereitern und Wegbegleitern, so wie es Jesus für uns ist. In der Bibel finden wir etliche solche Vorbilder, von denen wir uns einiges abschauen können, die mutig und freudig diesen Weg gingen. Egal ob Noah oder Hiob oder Johannes der Täufer, Jesus selbst oder Paulus, um nur einige zu nennen. Und obwohl Gott unzählige Möglichkeiten gehabt hätte, uns Menschen den Weg in den Himmel zu führen, beschränkte sich Jesus nicht einfach nur auf Karte und Kompass, dass er sie uns in die Hand gedrückt hätte, mit ein paar Hinweisschildern oder mit einem modernen Navigationssystem oder mit akustischen Geräuschen oder Leuchtzeichen am Himmel. Nein, Jesus kam selbst, um uns vorzuleben und uns unsere Last zu tragen. Ja, um uns selbst zu tragen. So lesen wir es über das Volk Gottes in 2. Mose 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Wir wissen alle, dass die Israeliten alle selbst mit trockenen Füßen durchs Meer und den Jordan gingen. Ja, das ist für uns eindrucksvoll. Auf der einen Seite wissen wir, sie mussten schon selber gehen. Auf der anderen Seite kann man wirklich nur sagen, Gott hat sie hindurchgetragen, durch schwere Zeiten, durch die größten Nöte. Sollten wir da bezüglich unserer eigenen Wege, den Weg, den Gott uns führen möchte, irgendwelche Sorgen haben? In Psalm 68, Vers 20 heißt es, gepriesen sei der Herr täglich. Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Oder in Jesaja 53, Vers 11. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Ja, das ist wohl das Größte und das Schwerste, was Jesus für uns getragen hat, unsere Sündenlast. Und obwohl unser Leben kein Spaziergang ist und auch wir nicht mit einer Rolltreppe in den Himmel befördert werden, möchte uns Gott immer mehr Freude schenken, seine Wege zu gehen, ihm mehr zu vertrauen, ihm mehr zu danken. Ja, es bleibt nicht mehr viel Zeit, anderen ein Wegbereiter zu sein. Ja, wir müssen die Zeit nutzen, so wie Noah bei Zeiten anfing, die Arche zu bauen und so wie Johannes Anfang seiner Tätigkeit die Bußrufe an sein Volk erschallen ließ. So müssen auch wir die Zeit nutzen, die uns bleibt, auf dem Weg voranzugehen und anderen ein Wegbereiter zu sein. Zum einen für uns selbst und zum anderen, um die Unwissenden und Suchenden zu retten. Ja, während des Untersuchungsgerichts im Himmel im Gange ist, während die Sünden der reumütigen Gläubigen aus dem Himmel entfernt werden, muss auch unter dem Volk Gottes auf Erden ein besonderes Werk der Reinigung und der Beseitigung der Sünden stattfinden. Ja, auch am großen Versöhnungstag ging das Volk Gottes nicht irgendwelchen Hobbys nach. Nein, sie mussten sich reinigen, sie mussten sich heiligen. Ja, sie waren sogar aufgefordert, an diesem Tag zu fasten. Ja, wer die Gefahr erkannt hat, wird sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken lassen, sondern betend die Nähe Gottes suchen. Solche Menschen werden auch in der Lage sein, die Schwachen und Vertagten zu ermutigen. Ja, unser Gebetsleben wird nicht nur uns stärken, sondern wir werden anderen dadurch ein größerer Segen sein. Ellen White berichtet,
Mich erreichten Briefe, in denen man mich fragte, ob mir gesagt worden sei, wann die Gnadenzeit zu Ende sei. Ich antwortete, dass ich nur eine Botschaft weiterzugeben hätte. Und dann zitiert sie Johannes Kapitel 9, Vers 4. Jetzt ist die Zeit zu wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ja, das ist unser Auftrag, das ist unsere Aufgabe. Dieses wunderbare Wissen, das wir aus der Bibel gewinnen konnten und die Erfahrungen, die wir selbst gesammelt haben mit Jesus, anderen weiterzugeben. Und so schreibt es Paulus im 2. Korintherbrief: So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, wir haben Verantwortung. Verantwortung für uns selbst, Verantwortung für unsere Kinder. Und die Erziehung ist ein Wegbereiter zum ewigen Leben für unsere Kinder. Und auch unsere Lebens- und Gesundheitsreform ist ein Wegbereiter, der die Menschen, deren Herzen auch öffnet für die geistlichen Dinge. Als Prophet Johannes die Herzen der Väter zu den Kindern bekehren sollte, die Ungehorsamen zu den Gerechten zuzurichten, dem Herrn ein Volk bereitet. Ja, Gott wollte ein Volk vorbereiten. Er wollte sie nicht überraschen und verderben. Wir müssen vorbereitet sein, Gott zu begegnen. Indem Jesus den Weg bereitete, ist er uns allen ein Vorbild geworden, ein Volk auf die Wiederkunft vorzubereiten. Und Johannes hat es uns vorgemacht. Und er hat gepredigt und gelebt. Ja, Noah und Johannes führten ein sehr bescheidenes Leben mit Gott. Ein Leben des Vorbildes und ein Leben, in dem sie predigten. Ja, wir lesen, dass Johannes weder Brot aß noch Wein trank. Und sie haben sich gewundert, warum die Jünger so viel fasteten, aber Jesu Jünger nicht. Und Jesus sagt, ja, es wird die Zeit kommen, da werden sie fasten. Johannes war einsam. Er liebte diese Einsamkeit freiwillig, um sich vorzubereiten. Aber er liebte nicht die Abgeschiedenheit der Menschen, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Nein, er ging zu den Menschen und auch Noah ging zu den Menschen und predigte. Noah und Elia und Johannes, was haben sie uns vorgelebt? Was waren sie für Wegbereiter? Wegbereiter, die Mut hatten, nicht nur mit der Masse zu schwimmen, nicht einfach das zu tun, was alle tun, nein, sondern anders zu leben, nach Gottes Willen. Sie hatten Mut, auch die Sünden beim Namen zu nennen. Ja, sie haben nicht um den heißen Brei herumgeredet, aber sie haben auch nicht die Sünden einfach bloßgelegt vor den Ohren anderer, um sie bloßzustellen. Nein, sie wollten sich wirklich erretten. Sie haben Aufrufe gemacht, die zu Herzen gingen. Ja, was waren das doch für Gottesmänner? Was haben sie für ein Leben und Zeugnis abgelegt, durch Leben, durch Worte und ohne Worte? Ja, immer wieder kam der Aufruf, bessert euch, tut Buße, wendet euch Gott zu. Und das ist auch unser Aufruf, zu leben, Wegbereiter und Wegbegleiter zu sein, durch unser Leben, mit Worten und ohne Worte. Belehrt sie durch euer Beispiel, aber lasst es nicht einfach nur beim Vorleben. Nein, es ist nicht genug. Wir dürfen auch schwärmen. Wir dürfen Erfahrungen erzählen, die wir mit Jesus gemacht haben. Auch Jesus ist umhergezogen, hat viel Gutes getan, aber Jesus hat auch gepredigt. Ja, und das nicht in erster Linie nur den Heiden, sondern seinem eigenen Volk. Und auch das ist unser Aufruf. Wir haben noch viel zu lernen, auch untereinander, miteinander und voneinander. Gott hat ein einziges Thema. Er hat kein einziges Thema ausgelassen. Jesus hat zur Unterordnung aufgerufen, Gutes zu tun, zu verzichten, zu gehorchen und zur Mäßigkeit. Und Jesus lebte es vollkommen vor. So sollen auch wir es tun. Unser Predigen sollen alle diese Themen aufgreifen. Unser Leben soll es auch in ausgewogener Weise so darstellen, was es heißt, ein Nachfolger Jesu zu sein.
nicht nur fromm zu reden, sondern so zu leben, wie er gelebt hat. Das lesen wir in den Johannesbriefen. Ja, grundsätzlich sollen wir belehren, aber auch Vorbild sein. Gott möchte uns helfen, zu solchen Menschen zu werden, die nicht nur den Spuren Jesu folgen, sondern die auch anderen ein Helfer, ein Wegbegleiter und ein Wegbereiter werden. Jesus ist dazu extra auf die Erde gekommen. Er hat uns sein Vorbild hinterlassen. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns schon Erfahrungen geschenkt und erwartet, dass wir täglich neu uns von seinem Geist füllen lassen, damit wir sein Beispiel und seinen Charakter noch deutlicher widerspiegeln können. Ja, spürst du eine Sehnsucht? Spürst du eine Last für die Verlorenen? Hast du eine Sehnsucht, dieses Ziel zu erreichen, noch genauer in seinen Fußspuren zu gehen? Gott lässt auch uns die freie Wahl. Gott hat niemand gezwungen, weder Noah noch Elia noch Johannes den Täufer. So sehr sie schon vor ihrer Geburt ausersehen waren für diese großen Werke, so war es dennoch ihre freie Entscheidung, die sie getroffen haben, auf diesem Weg Gott zu dienen, mit Worten und ohne Worte, durch ihr Leben und durch ihr Zeugnis, mit Worten. Ja, Gott will uns helfen, zu solchen Wegbereitern und Wegbegleitern anderen zu werden. Gott wünscht uns neue Erfahrungen mit unserem Herrn. Ja, ich liebe nicht nur Bergtouren, die schönen Eindrücke und Erlebnisse, sondern ich liebe auch ein Leben mit Gott. Aber ich weiß auch, dass ich noch einiges zu lernen habe, in seinen Fußspuren zu gehen, so wie er mir vorausgegangen ist. Ja, ein geheiligtes Leben, eine geheiligte Hingabe, selbstlose Liebe, das soll größer werden. Und so freue ich mich, mit dir gemeinsam zu Jesus aufzuschauen, immer wieder aufzustehen, Jesu Hand zu ergreifen, mich Tag für Tag, Stück für Stück weiterführen zu lassen, nicht zu weit nach vorne zu schauen, mich nicht mit Dingen zu belasten, mit denen mich Jesus gar nicht belasten möchte. Ich möchte sein Joch tragen, denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ja, Jesus hat uns fest an seiner Hand, und wenn wir sie nicht loslassen, wenn wir an seiner Seite bleiben, wenn wir uns immer wieder neu zu ihm hinflüchten, dann werden wir gerettet. Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und so ist Gott mit uns allen, bis wir uns einmal auf der neuen Erde wiedersehen. Aber vorher wollen wir gemeinsam in seinen Fußstapfen gehen. Gott sei mit uns. Lasst uns noch beten. Unser großer Gott, unser lieber Vater im Himmel, du hast uns viele Eindrücke in der Natur geschenkt. Du hast uns Bilder sehen lassen und Bibeltexte geschenkt, die uns erinnern an das, was wir von dir gehört haben. Die uns erinnern an Dinge, die wir gar nicht gesehen haben, sondern die wir nur von dir gelesen haben, die aber bildlich vor unseren Augen standen. Schenke Gnade, dass wir wachsen, dir zu folgen. Schenke Gnade, dass wir begreifen, in welcher Zeit wir leben, so wie Noah oder Johannes der Täufer. In Zeiten vor einer großen Krise, in Zeiten kurz vor deinem Auftreten. Ja, wir wissen, dass wir auf dich warten. Ja, wir wissen es. Aber es gibt so viele Menschen um uns herum, die es nicht wissen, die nicht auf dich warten und die, so wie sie jetzt sind, auch keinen Grund zur Freude hätten, auf dich zu warten. Denn dein Tag wird auch beschrieben als ein schrecklicher Tag. Ja, wer nicht sich von der Sünde trennt, muss mit der Sünde vernichtet werden. Schenke Gnade, dass wir eine größere Last für diese Menschen spüren, eine größere Liebe zu ihnen, dass auch wir ihnen kraftvollere, liebevollere Wegbegleiter werden wollen. Schenke uns Mut, so ein Zeugnis abzulegen wie Johannes der Täufer, wie Noah, der nicht müde wurde zu predigen, dass du kommst und rettest. Ja, wir danken dir, dass du unser Gott bist, dass du uns aufgerichtet hast, dass wir immer wieder neu aufstehen durften, ja, dass wir das Ziel erreichen dürfen, obwohl wir schon so oft gefallen sind. Danke, dass du standhaft geblieben bist, als du auf dieser Erde warst. Und danke, dass uns dein Leben angerechnet wird, wenn wir dir vertrauen, unsere Schuld bekennen und mit deinem Geist auch die Sünde überwinden. Danke, dass du uns hilfst, an deiner Hand zu gehen, in deinen Fußspuren. Danke, dass du uns ans Ziel bringst und bis dahin auch anderen ein Wegbereiter
und Wegbegleiter zu sein. Amen. So, dann wünsche ich euch einen gesegneten Sabbat. Genießt die Zeit, denkt darüber nach, macht neue Erfahrungen mit Gott und ich freue mich schon auf den Austausch, zu hören, wo ihr Wegbereiter und Wegbegleiter geworden seid, immer wieder neu. Gott mit euch.